Hallöchen und herzlich willkommen auf meinem Kanal PsychoDee. Ich bin's Dee. Ich will euch heute eine App vorstellen, beziehungsweise ein Let's Play zu einer App machen, die ich sehr gerne zocke, auch schon sehr lange. Nämlich ist es diese hier, Fantasy Trainer. Ich zocke diese App, wie gesagt, schon lange, und zwar genau seit einem Jahr. Ich mag die App gerne. Das, was ihr jetzt sehen werdet, ist nicht der Anfang von dem Let's Play, sollte ich es wirklich durchziehen. Ich will euch einfach nur mal die App vorstellen, dann könnt ihr vielleicht auch selber entscheiden, ob ihr diese App zocken wollt oder nicht. Genau, wir gehen jetzt einfach mal ins Spiel rein. Genau, hier sind Informationen, die ganzen Events, die momentan stattfinden, alles klar, hier sind wir im Game. Also, dieser Charakter ist meiner, ich heiße D-Drake. In der App. Ich bin eigentlich, seit ich klein bin, ein Pokémon-Fan. Mein erstes Gameboy-Spiel, es war damals sogar noch Game Boy Color, war Pokémon. Und ja, ich dachte mir, wieso nicht mal ausprobieren? Wie gesagt, ich zocke jetzt seit einem Jahr. Ich finde das Spiel, die App eigentlich ganz gut. Und jetzt wollte ich es euch mal vorstellen. Also, das hier ist sozusagen der Startbildschirm. Man hat hier diverse Funktionen. Also links oben sieht man Rank, Rang, Charge. Da sieht man, was man kaufen kann oder wofür. Bonus, das sind hier diverse. Zum Beispiel hier Karneval Discount. Da musst du was kaufen. Hier. Ich habe zum Beispiel heute 60 gekauft. Dann Celebi, wenn du 10 mal, also diesen 10er Spin machst, den werde ich euch später noch erklären, dann bekommt ihr 10 Celebi Shards, 999 Diamanten. Und so weiter und so fort. Und hier kann man sich Prime Card und Monatskarte kaufen. Bekommt man dann immer jeden Tag ein paar Diamanten. Und das hier ist Diamonds Cost, sprich wie viele Diamanten ihr ausgebt. Ich habe heute 1850 ausgegeben und hier unten, naja doch nicht, habe auch schon viel Zeug bekommen. Deswegen habe ich die auch ausgegeben. Dann hier, also wie ihr seht, es gibt hier relativ viel, was man machen kann. Und das sind jetzt nur die Events, ne? Wie gesagt, das Gute an dieser App ist, weil meistens musst du dir einfach Diamanten kaufen, um weiterspielen zu können. Bei der App kannst du durchs Diamanten ausgeben, kannst du schon etwas bekommen. Also das ist ganz cool gemacht. Dann hat man hier Sign-Up. Wenn man sich einloggt jeden Tag, bekommt man hier so ein paar Kleinigkeiten. Heute zum Beispiel, beziehungsweise diesen Monat, gibt es hier viel was. Das ist, oh, wie heißt denn das Viech? Das ist die Vorstufe von Milotic. Den kann man zum Beispiel hier ab Tag 7 bekommen, sprich eine Woche diesen Monat eingeloggt. Ist auch nicht so, dass wenn du jetzt, was weiß ich, jetzt 2-3 Tage nicht online bist, dass es dann wieder von Anfang an losgeht, sondern du machst halt immer Tag für Tag weiter. Das wird auch nichts übersprungen, also wenn du jetzt, sagen wir mal, ich bin Tag 1 heute eingeloggt, wenn ich jetzt morgen nicht online bin und dann erst wieder übermorgen, kriege ich trotzdem das von Tag 2. Genau. Und dann, was gibt's denn noch? Auktion, da habe ich noch nie mitgemacht. Da werden hier diverse Gegenstände versteigert. Das Problem ist, die Zeit hier ist eine amerikanische Zeit. Sprich, hier sieht man, Current Time ist jetzt 23.45 Uhr. Aber eigentlich haben wir jetzt hier in Deutschland 17.45 Uhr. Daran muss man sich halt ein bisschen orientieren, weil es gibt noch verschiedene Events, sowas wie Gildenboss etc., die zu einer bestimmten Zeit stattfinden. Da muss man sich halt dann orientieren und ausrechnen, welche Uhrzeit denn jetzt nun wirklich ist. Dann gibt es hier natürlich noch VIP-Rang. Ich bin ja schon VIP-Stufe 13. Ich habe auch schon diverse Diamanten gekauft. Wäre nicht unbedingt nötig gewesen, aber man kommt schneller voran. Es macht mehr Spaß, wenn man einfach mehr hat. Genau, dann gibt es hier Turntable. Da kann man, wenn man sich halt was gekauft hat, also hier total recharged 0 Diamanten, da kann man einmal drehen. Wenn man dann 60 gekauft hat, kann man noch einmal drehen. Wenn man 120 gekauft hat, noch einmal drehen. Das heißt nicht, wenn ihr zum Beispiel hier 4000 schon gekauft habt, müsst ihr nochmal 8000, nein, ihr müsst insgesamt 8000. Dann könnt ihr hier einmal drehen. Ich drehe da zum Beispiel, wenn das da ist, jeden Tag zweimal, dann wird fürs erste Mal drehen, dann gibt man 500 Diamanten aus und bekommt aber 550. Man bekommt immer 550, sprich gewinnt 550 Diamanten.
Gleichzeitig hat man natürlich 500 ausgegeben, somit bekommt man noch für das Konsum-Event, bekommt man dafür nochmal irgendwas. Fürs zweite Mal drehen bekommt man immer 1000, sprich man hat einen Gewinn von 500. Insgesamt hat man hier dann 550 erspielt, hat natürlich noch die 60 Diamanten, die zum Beispiel ich jetzt gekauft habe, und dazu dann noch das Konsum-Event. Insgesamt, weil man insgesamt 1000 Diamanten ausgegeben hat. Wenn wir jetzt mal nachschauen, 60 Diamanten sind hier 1 Euro und wir haben insgesamt, sage ich mal, 550, 610 circa bekommen und das wären ja 10 Euro, die man sich im Grunde gespart hat. Für 1 Euro haben wir den Wert 10 Euro bekommen. Das ist ganz cool. Hier, dann hat man hier noch, das ist optional, also es gibt sich immer, hier kann man etwas eintauschen gegen etwas Besseres, je nachdem, was man braucht hier. Lucky Cup kann man einmal da kostenlos drehen, da sind diverse Preise drin. Lotto, hier kann man Lotto mitmachen, dafür muss man aber eine bestimmte Anzahl an Diamanten gekauft haben, um daran teilzunehmen. Dann hier haben wir Mail. Das sind jetzt so ganzen Rewards, die ich heute bekomme, oder seit ich letztes Mal die Mails gecheckt habe. Und hier noch ein Bag. Da sind die ganzen Items drin. Also ich habe hier schon ein bisschen was zusammengesammelt. Es ist nicht unbedingt viel. Oder? Ja. Ich habe gerade eben ein bisschen was ausgegeben, weil ich ein neues Pokémon trainiert habe. Aber hier hat man halt so diverse Items zum Verbessern, zum Aufleveln etc. Dann gibt es natürlich auch noch einen Store. In dem Fall gibt es hier mehrere Stores. Also hier haben wir Ordinary Store. Das sind so, ja, ich sag jetzt mal Billigkram. Mount Gear, das werde ich euch auch noch erklären. VIP Store, Arena, Gilde, also viele Stores. Man braucht, für die meisten braucht man spezielle Münzen. Also wir sehen zum Beispiel hier im VIP Store. Hier braucht man Diamanten. Arena Store sieht man hier rechts oben. Das sind, ist sozusagen die Währung aus der Arena. Gilden Store auch rechts oben ist was anderes. World Boss auch rechts oben sieht man ist was anderes. Und League Store. Also da kann man sich so bestimmte Münzen oder Währungen erspielen. Dann gehen wir mal weiter und zwar zu den Monstern, zu den Pokémon. Also wie ihr sehen könnt, man hat hier seine Monster aufgelistet. Dadurch, dass ich schon weiter bin, habe ich natürlich auch noch ein paar legendäre. Klicken wir einfach mal auf Arceus, das ist mein primäres Pokémon, das ich jetzt am meisten verwende. Also man sieht schon hier Attribute, rechts oben sind die Leben, die HP, dann physische Attacke, physische Verteidigung, Speed, Special Attack und Special Defense. Darunter sieht man ja dieses Sechseck, da sind die Werte aufgeführt. Man hat hier, wenn man auf Turn klickt, hat man seine Attribute mit Leisten, die man erhöhen kann. Im Laufe des Spiels hat man immer mehr frei, ganz unten noch Ability Power. Das sind so, sag ich mal, sekundäre Effekte. Sowas wie wenn du angegriffen wirst, erhöht sich deine Geschwindigkeit oder sowas. Dann Friendship, da kann ich nichts machen, weil ich schon auf dem Max-Level bin. Du kannst du deine Friendship-Leiste erhöhen. Dadurch erhöhen sich dann, wenn du, zum Beispiel, wenn ich jetzt von 91 auf 92 komme, erhöht sich ein bisschen von allen Werten. Skill, das sind die Attacken. Jedes Pokémon hat 5 Attacken. Hier oben Special Attack, dann 3 normale. Und hier noch die Ability. Und hier sieht man increase its own 5% Special Attack. Also um 5% Special Attack wird erhöht für jeden Kauf. Also allgemein. Ne? Dann haben wir noch Gear. Das sind, sieht man links über Arceus. Das ist sowas wie Accessoire. Also zum Beispiel, ich habe hier Wasserplatte, somit wird es ein Wassermonster. Und das erhöht Verteidigung und Angriff der Wassermonster. Kann zum Beispiel nur von Arceus getragen werden. Dann haben wir noch Training. Da kann man hier Fusion. Da kann man entweder hier die Monster hernehmen. Die Pokémon. Oder man nimmt diese Karten her. Da kann man Level erhöhen. Das ist nochmal etwas besser als Friendship. Nur bei anderen Pokémon, wie jetzt was weiß ich, Raubier oder sowas, brauchst du die Friendship, um zu evolvieren. Hier, Arceus hat jetzt nichts.
Soweit dazu. Alles Weitere werde ich in noch ein paar anderen Videos erklären. Ich hoffe, es hat euch bis jetzt gefallen. Ihr habt jetzt so einen kleinen Eindruck bekommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.